Der ist eiskalt abgeknallt worden. Sieht so aus. Was haben wir noch? Nicht viel. Der Regen hat in der Nacht alle Spuren weggewaschen. Todeszeitpunkt. Gegen 0 Uhr, also Mitternacht, plus minus. Und seine Waffe fehlt. Jedenfalls haben wir sie hier nirgends gefunden. Ganz im Gegensatz zu seinem Handy. Die Waffe ist ihm gewaltsam abgenommen worden? Es gibt keinerlei Spuren eines Kampfes, wenn Sie das meinen. Ist er im Einsatz gewesen? Jedenfalls nicht offiziell. Ja, man hätte sonst ein Holster tragen sollen, ohne Waffe. Kirchner ist dran. Er fragt die Seriennummer ab und veranlasst die Ausschreibung. Die OK weiß Bescheid? Rita ist auf dem Weg. Du kannst gern hier auf sie warten, dann fahre ich zu Frau Wilms. Nee, lass mal, das mache ich. Diesmal kann ich mich nicht drücken. Das bin ich ihm schuldig. Ein Freund von ihm? Die beiden waren zusammen auf der Polizeischule. Dann ist Paul zur Mordkommission gegangen und er zur OK. Lange nicht gesehen. Holger ist nicht da und ich muss leider zu einer wichtigen Präsentation. Marita. Ich muss mit dir reden. Ich spüre nichts, Paul. Soll ich jemanden anrufen? Nein. Marita. Ich halte es für möglich, dass Holger im Einsatz getötet worden ist. Weißt du, was er gestern vorhatte? Nein, er hat nie über die Arbeit gesprochen. Das haben wir so vereinbart, damit ich mir keine Sorgen mache. Seine Dienstwaffe, weißt du, wo er die aufbewahrt? Ja. Da, ich weiß aber die Zahlenkombination nicht. Er hat die Waffe immer da reingelegt. Schon wegen der Kinder, früher. Da werde ich ein paar Kollegen schicken müssen. Die müssen dann aufmachen. Die Kinder, ich muss die Kinder anrufen. Was soll ich Ihnen sagen? Holger hat mir erzählt, dass Sie nicht mehr in München leben. Nein, Sie studieren beide. In Halle und Marburg. Wir sind sehr stolz auf Sie. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Marita, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Nein, da kann niemand was tun. Wir haben uns einfach übernommen. Du meinst das Haus hier? Ja. 15 Jahre lang haben wir jeden Cent hier reingesteckt. Und dann im letzten Sommer kam der Starkregen und alles ist vollgelaufen. Und es war eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe.